8.51 Uhr, mein Bro sagt mir, ich darf dich bestimmt nicht zeigen, oder? Nee, ich fahre einen spannenden Mann zur Schule. Leute, ich sitze im Bus, könnt ihr euch das vorstellen? Ich war seit, glaube ich, 7, 8 Jahren oder so nicht mehr im Bus. Ich fahre zum Hopperloop und dann geht es nämlich nach Hagen für mich und meine Haare brauchen unbedingt ein Glow-Up. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch jetzt einmal mit zu meinem Daily Struggle, okay? Viel zu viele Menschen gerade. Peinlich, mit so einer Kamera rumzulaufen. Mein Daily Struggle. Ich habe gerade einen Kaffee gekauft. Ich liebe ja Latte Macchiato. Und ich bin ganz hochgradig allergisch gegen Hafermilch, okay? Und dieser Typ hat, glaube ich, Hafermilch reingemacht, weil ich gerade nämlich fast verreckt bin. Meine Zunge ist komplett angeschwollen, mein ganzer Hals hat richtig gejuckt und so. Und ich bin zu 100% sicher, also es schmeckt auf jeden Fall auch nicht wie Kaffee, wie normaler Kaffee, dass der da Hafermilch reingemacht hat. Und jetzt kommt mein Daily Struggle und zwar bin ich ein People Pleaser. Ich krieg die Krise. Ich kann da jetzt nicht hingehen und sagen, hey, hast du da Hafermilch reingemacht? Ich bin total allergisch gegen Hafermilch. Ich krieg's einfach nicht übers Herz. Ich weiß nicht warum. Ich traue mich nicht. Ich bin ein People Pleaser und es fuckt mich ab und ich muss daran arbeiten und ich muss jetzt einfach den Kaffee wegschmeißen. Ich bin jetzt angekommen und ich kenne gefühlt jeden einzelnen Hopperloop in Deutschland. Storytime. Ich habe die ganze Zeit nicht gefilmt, alles hatte seine Gründe. Ich sitze jetzt hier gerade irgendwie in Mannheim, bin immer noch nicht angekommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was passiert ist. Deutsche Bahn ist nämlich passiert. Der Tag hat begonnen damit, dass ich fast meinen Zug verpasst habe. Ich bin um mein Leben gerannt, bin bestimmt 30 km/h gelaufen. Hab ihn auch noch bekommen und hatte Hoffnung, dass diesmal alles nach Plan läuft. Irgendwas war auf dem Weg wieder los und eine Stunde Verspätung. Und dementsprechend habe ich jetzt meinen Anschlusszug verpasst und warte jetzt hier Stunde auf meinen Zug. Und dann habe ich diese ganze Zugfahrerei endlich hinter mir. Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit filmen, aber es waren einfach viel zu viele Menschen. In Düsseldorf waren 8000 Menschen um mich rum. Ich habe mich nicht getraut zu filmen. Und jetzt sitze ich hier in so einem Café. Ich habe mir jetzt irgendwie so ein Bagel geholt, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. Schmeckt auf jeden Fall nicht scheiße, aber 5 Euro für ein fucking Bagel mit Frischkäse? I mean, die Preise sind crazy geworden. I did it! Mein Freund wartet da oben schon. Wie fühlt es sich an, der schönste Mann auf dieser Welt zu sein? Also wir machen Podcast mit Johannes Hartl. So sieht das alles aus. Hier sind die Mikros. Das ist Armin. Armin, mein Brother. Und ja, wir haben glaube ich 7 Podcasts, die wir hier machen und dann immer on stage Armin. Und du wirst es halt immer. Ich weiß nicht, du musst jetzt helfen, wenn wir irgendwas brauchen. Aufbauteam. Ihr werdet es nicht glauben, meine Cousine ist ja hier, ne? Wir machen mal das Gleiche an. Ich kann mal sowas sagen. So, hier findet das heute alles statt. Wir sind jetzt hier im Gospelforum. Pinterest. Was? Pinterest. Warte, ich hab einen Hänger. Princess Treatment. Ja, aber Pinterest. Prince Chess. Die HSN, also Holy Spirit Night, war unglaublich. Ich hab die ganze Zeit geheult. Es war so schön. Echt? Hast du es nicht gesehen? Nein. Ja, du warst einmal in deinem... Du bist zur Zeit echt nah am Wasser gebaut. Ne? Ich weiß.
Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, haben sich auf den Boden gelegt. Es war so krass. Dann am Ende haben wir alle für Menschen gebetet, die so Suizidgedanken haben. Und es war einfach so emotional. Es war so wunderschön und wirklich Hammer. Und jetzt gehen wir was essen mit ein paar Freunden. Guten Morgen, guys. Heute ist Mittwoch und wie ihr sehen könnt, ich bin im Treppenhaus. Ich habe nämlich bei einer Freundin geschlafen und mein Freund holt mich jetzt ab. Und ich warte hier, weil draußen ist kalt und ich habe einfach eine Jacke vergessen. Er bringt mir jetzt erstmal eine Jacke mit und er müsste jede Minute hier sein. Wie findet ihr eigentlich meinen Brillenlook? Schreibt es mal in die Kommentare. Keine Ahnung, warum ich dachte, dass noch Sommer ist. Ich habe einfach nur T-Shirts und sowas mitgenommen, aber es ist mies kalt, es regnet die ganze Zeit und ich verstehe nicht, warum ich dachte, dass wir im Oktober noch gutes Wetter haben. Also ich weiß nicht, so ein typischer Flavia-Move. Naja, da ist er doch. Hi! Guten Morgen, schöner Mann. Guten Morgen. Ja. Ich sag eine Stadt und du musst sie von 1 bis 10 also bewerten. Okay. Okay, Berlin. 7. 7 von 10? Mhm. Okay. Stuttgart? 10. 10 von 10? Ja. Wenn du alles mit einberechnest. Essen. Es muss okay, alles okay. Weißt du, was ich meine? 9. Okay. München. 0. Horror. Horror. Ich hasse München. Toteste Stadt in Deutschland. Tschüss, warum? Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen abgehoben und sehr nicht relatable, weißt du? Okay, Köln. More, wie gehen die Städte aus? Komm, ich frag dich. Köln hab gerade Köln. Hast du Köln? Köln auch eine gute 8, ein riesen Köln. Okay. Guck mal, hier ist schon der Name. Umami. Düsseldorf? 4. 4? Ich finde Düsseldorf auch ganz schlimm. Ich hasse Düsseldorf. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Städte bewerten würdet. Wo sind wir gerade? Wir sind hier bei, steht das? Umami-Ramen. Ich war hier einmal, war richtig gut. Aber womit die mich abgeholt haben, waren die Chicken. Nicht die Chicken-Ramen, sondern war überlecker. So, wir machen jetzt einen kleinen Boxenstopp bei meinem Management. Hey, hey. Und da ist Marvin. Hallo. Hier wird hart gearbeitet. Und ich zeige euch mal meine Managerin. Da ist sie. Sie tüt alles für mich ein. Mann und sein Podcast-Kompane, die sind heute Abend auf der Bühne und dafür müssen wir die Couch abholen. Und wir haben jetzt hier ein riesiges Miles vor uns stehen. Ich bin gespannt, wie du das fahren willst. Ja. Wie ein Chef. Ja, Chef. So Leute, Day 2. Wir haben gerade schon fleißig geschminkt. Nicht drin, wirklich da reinzugehen. Ich musste ja diesen Bulli holen, dann waren wir viel zu spät dran zum Podcast und so weiter und so fort. Aber ja, Day 2, ich freue mich. Guten Morgen, Leute. Es ist so früh. Es ist 7.30 Uhr, ich fahre jetzt zur Church. Und ja, so startet der Tag. So Leute, wir sind jetzt gerade beim Bäcker. Wir waren heute Morgen ja schon im Gottesdienst und ich habe seit 24 Stunden nichts gegessen. Das letzte Mal habe ich gestern Mittag gegessen und dann habe ich nichts mehr gegessen und jetzt habe ich so einen Hunger. Und ich will 2 Schoko-Croissants. Okay. We got it. Also wir sind hier und schauen gerade bei den Proben zu. Das ist voll schön irgendwie. Voll calming, wir sind so die einzigen im Raum. Love is. Wir haben
Herzlich willkommen zur Holy Spirit Night. So Leute, Tag 3 geht zu Ende. Es ist 1 Uhr nachts, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir sind heute Morgen um 7.30 Uhr dort gewesen. Ich bin fix und fertig mit meinem Leben. Aber irgendwie im positiven Sinne, weil man halt den ganzen Tag so dem Herrn liebt. Und ja, man sich umgibt mit tollen Menschen. Und deswegen ist es irgendwie nur noch so halb so schlimm, wenn man so lange irgendwie am Machen ist. Aber wir waren gerade auf jeden Fall noch was essen schnell. Und jetzt liege ich endlich im Bett und schlafe. Und morgen geht es ein bisschen später los. Eigentlich sollte es auch schon um 1 losgehen, aber um 1? Guck mal, ich kann nicht mal mehr reden. Um 8 losgehen. Aber ich fahre ein bisschen später hin. Hab mir mal die Freiheit genommen. Ganz frech. Es ist echt einfach eine mega Erfahrung. Es ist so schön irgendwie. Es ist einfach zu sehen, wie jeden Tag Menschen ihr Leben Gott geben. Und man irgendwie einen Teil dazu beitragen kann in irgendeiner Form. Für sie beten kann, ihnen Kraft geben kann. Guten Morgen, Leute. Day 4, glaube ich. Ich konnte ausschlafen. Ich habe so gut geschlafen. Hilfe. Und ich bin einfach instant wach geworden. Ich war so ein richtiger schlimmer Mensch. Also ich habe immer auf Snooze gedrückt. Jeden Tag mindestens 5-mal. Und seitdem ich mit meinem Freund bin, der macht das nämlich nie, habe ich mir das voll abgewöhnt. Es war ein Kampf. Aber es ist so ein geiles Gefühl, wenn der Wecker klingelt und du machst die Augen auf und du bist einfach wach. Also jahrelang wusste ich nicht, was das ist, einfach wach zu sein morgens. Das ist crazy. Also ich bin wirklich instant wach. Ich habe meine Augen auf, ich bin wach. Ich habe keine Struggles oder so. Also Leute, schlummern ist der Tod. Wir fahren jetzt ins Gospelforum und da müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, alles abbauen, weil wir nämlich heute ja in die Porsche Arena gehen. Und ja, genau. Let's go. Sie haben meinen Plan zerstört. Ich war doch gerade so im Spirit. Porsche Arena, was geht? Was geht? Stell dir mal vor, kennt ihr diese, wenn die so bei Worship-Konzert, die machen alles ruhig und nehmen die ganze Menge, die ganze Arena. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Ich bin so unglaublich gespannt. Wow. So Leute, ich werde jetzt einfach hübsch gemacht. Das war nicht der Plan, aber wir haben ein bisschen Zeit gerade. Deswegen, ich dachte mir, okay, let's go, lass mal meine Haare. Jetzt werde ich auch noch hier geschminkt. Meine Haare sind so. Wow. Ich kenne sie nicht. So Leute, wir sind jetzt hier gerade hinter der Bühne. Gleich geht's los. Nachi und Miki gehen jetzt gleich als allererstes auf die Bühne. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, sehr doll auf den Abend. Es wird eine unglaubliche Erfahrung. Lisa, kommen Sie rein in meine Vlog. Hallo! Ich würde eigentlich fragen, ob du weißt, wo Sven ist, oder? Ich stand. Es ist und glaub mir, Gottes Plan ist am Ende. So Leute, es ist Sonntag. Wie ihr sehen könnt, wir sind im Auto und ich habe gestern nicht gefilmt. Ich habe nämlich am Freitag was voll Krasses so erlebt, beziehungsweise ich hatte so eine ganz, ganz krasse Begegnung mit Gott. Und es hat mich einfach komplett ja, in einen Wahn gezogen irgendwie, dass ich einfach gar nicht mehr an mein Handy gedacht habe, nicht an den Vlog gedacht habe, einfach nur noch in seiner Gegenwart sein und komplett da einfach so mich drauf fokussieren und richtig da so reingehen. Ja. Macht das Sinn? Und heute waren wir dann, also gestern war überkrass, also unglaublich, 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 unglaublich. So viele Menschen haben Gott gespürt und das war einfach, es war so schön, es war so unfassbar schön. Heute war der Gottesdienst, war auch sehr schön, aber ich hatte kaum noch Kraft, weil ich habe echt, also es war wirklich, auch wenn es wunderschön war und es war eine 10 von 10, es war trotzdem sehr anstrengend auch für mich, weil ich halt auch irgendwo gedient habe, du ja auch. Aber ja, für mich war es wunderschön. Wie war es für dich? War geisteskrank. Auch, ich habe so viele Leute getroffen. Ich habe locker über 40, 50, 60, 70 neue Menschen kennengelernt. Echt, ja? Ja, und ich war die ganze Zeit nur am Labern mit Leuten. Krass. Ja, also mit Leuten, die den Podcast hören, Leuten, mit denen wir gearbeitet haben. Nice. Und ist sie nicht einfach wunderschön? Ich erzähle euch jetzt mal was, ne? Wenn ich immer so lange Strecken fahre, habe ich immer ein Problem. Also ich habe eine Logik, in der ich mich selbst anlüge.
Aber es ist berechtigt, die Lüge, weil sie hilft. Guck mal, Kelani. Ich hab gerade ein Foto gekriegt. Okay. Die Lüge lautet, du fährst, und wenn da Beispiel 6 Stunden steht, fährst du halt 6 Stunden, Job, 5. Stunde, 14. Und ab der 3. Stunde bist du angekommen. Also ich habe dieses Gefühl von, boah, ich bin endlich da, schon nach 3 Stunden. Und deswegen manipuliere ich da ein bisschen mein Gehirn. Und die letzten 3 Stunden nehme ich dann gar nicht ernst. Jetzt gerade zum Beispiel... Da steht schon nur 2 vor, Leute. Ja, also auch wir sind schon lange da. 2 Stunden 58 steht, das sind jetzt nur noch 2 Stunden. Es sind keine 3 Stunden mehr, sondern noch 2 Stunden. Genau. Und weil ich denke, es geht viel. Wir sind seit einer Stunde schon da. Ecke, du übertreibst dann lang. Nein. Wir jetzt erstmal gleich noch einen Stopp in Braunschweig und holen Kixi. Die hat auf jeden Fall gefehlt die letzten Tage. Mein Herz. Ich will euch nur eine Sache sagen, Leute. Ob es dir gut, ob es dir schlecht geht. Ich denke, das ist gar nicht so wichtig. Weil wir haben euch jetzt ja eine Woche mitgenommen, wo es viel um Gott ging. Ja. Und ich glaube, Flavio und ich sind die Letzten, die irgendjemandem irgendetwas aufzwingen wollen. Such nicht nach Glück. Such nicht nach irgendwie einen Peak von Emotionen, sondern such Frieden. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir wollen eigentlich alle nur Frieden haben. Und dieser Frieden, den kann dir einfach nur Gott geben, so wie ich ihn erlebe. Und Flavio und ich haben bestimmt auch Momente, wo es uns scheiße geht, aber was uns halt keiner nehmen kann, ist die Zuversicht und die Sicherheit, dass wir einen Frieden haben, der von Gott ist und dass Gott auch mit uns ist, für uns ist und auch für dich ist. Amen. In diesem Sinne, das war Flavia Mikias. Bis zum nächsten Mal. Peace out, guys.